Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Videoanalyse. Heute ist es ein Update zum Artikel in Traders Magazin, Seite 30, Trading mit Saisonalitäten, mittlerweile Teil 11. Und das soll man heute in der Adobe-Aktie, die Sie hier jetzt sehen, short gehen, mit Haltedauer bis 19. Juli. Abwärtspotenzial liegt im Schnitt bei 7%. Und da schauen wir uns mal an, wo wir vielleicht eine Linie definieren, die wir dann zum Aufbau dieser Position nutzen können. Als der Artikel erstellt wurde, dann war die Aktie hier in diesem Bereich. Ich bin noch nicht davon ausgegangen, dass das Papier sich so verhält wie hier die saisonale Linie und nochmal nach oben läuft. Jetzt ist der Trendbruch hier vollzogen. Wir haben bereits ein Pullback gesehen und damit die zweite Möglichkeit zum Ausstieg. Der Abwärtstrend ist mittlerweile etabliert und da passen wir jetzt mal genau auf, damit da nichts schief geht, weil in den letzten 10 Ausgaben wurden ja 20 Trades durchgeführt oder vielmehr vorgestellt. Durchgeführt wurden die nicht. Es wurden von diesen 20 Trades waren 10 Treffer. Also 10 von diesen Trades haben sich so verhalten, wie sie sich verhalten sollten. Da konnte man mit Gewinn aus der Position rausgehen, wenn man long oder short gegangen ist. Bei den anderen 10 Trades, die sozusagen eigentlich Fehlsignale waren, wo es nicht so lief, wie es laufen soll, wurden die Verluste durch Charttechnik verhindert. Das heißt, wir haben jeweils durch ein Update bestimmte Linien definiert und die haben uns gesagt, erst wenn es zum Anstieg über XYZ kommt, dann long oder erst eine Short-Position aufbauen, wenn unter XYZ. Das heißt, der Einstieg wurde in den 10 Trades verhindert und hat damit dafür gesorgt, dass keine Verluste generiert wurden. Bei zwei der Treffer, also zwei von diesen anderen 10 Treffern, kam es natürlich auch dadurch nicht zum idealen Einstieg, obwohl es Gewinner wurden. Das heißt, was ich hier jetzt sage, ist erst im Nachhinein klar zu sehen, ob das richtig war oder nicht. Also, wir haben hier einen Widerstand, den werden wir jetzt mal etwas dicker machen. Einen Widerstand, den machen wir jetzt mal auch in einer anderen Farbe, damit das klar definierbar ist. Und wir haben diesen Widerstand, der sozusagen etwas breiter ist, im Bereich zwischen 60,50 und 61 Dollar. Der Abwärtstrend verläuft hier bei ungefähr 62 Dollar. Eine Möglichkeit, hier eine Short-Position aufzubauen, wäre, indem wir warten, bis es zur Gegenreaktion kommt, hier in diesem Bereich eine Short-Position aufbauen. Die andere Möglichkeit wäre, indem wir einfach warten, bis es zu einem neuen Tief kommt. Und dann legen wir mal hier diese Linie rein. Diese Linie sagt uns, hier sollen wir short gehen. Und das wäre der Bereich von 57 und die durchschnittlich 7% wäre hier dieser Bereich als Ziel. Das Stop würde ich zu Beginn einer Short-Position, egal wo ich hier einsteige, also ob ich jetzt hier einsteige, eine Short-Position aufbauen oder hier bei Unterschreitung dieses Punktes, das Stop liegt am Anfang immer auf der gleichen Linie. So, da habe ich jetzt mal hier dieses Fenster aufgemacht. Das zeigt Ihnen die Kurse. Also die Verkaufslinie einer Short-Position liegt bei 56,82. Die Stop-Linie liegt bei 65,36 zu Beginn. Die ist natürlich sehr weit weg. Man könnte die auch noch über den Abwärtstrend setzen. Aber wir sehen ja hier, manchmal kommt es zur kurzen Unterschreitung, dann wird man ausgestoppt. Und dann geht es wieder weiter nach unten. Also ich würde am Anfang der Stop lieber hier oben über diese Marke setzen. Und das Ziel liegt bei 51 Dollar. So, jetzt schauen wir mal, wie es im längerfristigen Chart ausschaut, weil wir müssen ja immer noch andere Zeiteinheiten abklopfen.
Der längerfristige Chart, der ganz langfristige Chart, sagt uns nämlich, dass die Aktie vielleicht bereit ist für ein Pullback, ist sogar unter 50 Dollar. Das sehen Sie hier, das ist der Monatschart ab 1986. Die Aktie ist ausgebrochen, steht jetzt hier am 10er GD. Wenn der natürlich unterschritten wird, dann haben wir noch etwas Potenzial. So wie hier, dann geht es natürlich einige Pünktchen nach oben. Minimum wäre natürlich so eine Bewegung nach oben und hier so eine Bewegung nach unten. Das heißt, wenn jetzt wirklich ein neues Tief generiert wird in Adobe, dann ist in der Tat die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es bis zu dieser Unterstützung kommt. Ehemaliger Widerstand wird bei Überschreitung neue Unterstützung. Und das haben wir hier in diesem Bild dann als mögliches Ziel. Wenn wir auf den Wochenchart umschalten, sehen wir ganz klar, dass in dieser Woche der steile Aufwärtstrend seit Ende 2012 gebrochen ist. Interessant ist hier wieder mal Ausbruch nach oben gescheitert. Demzufolge kommt es immer, wie es kommen muss. Es kommt zur gleichen Bewegung in die andere Richtung. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben hier so eine kleine Bewegung. Und wenn man die jetzt hier unten dran legt beim Durchrutschen, dann ist das Ziel eigentlich hier erreicht. Ich sage ja immer, wenn es zur Überschreitung kommt und es wird neutralisiert, geht es geradewegs in die andere Richtung. Das sehen Sie auch hier. Wir haben dieses Kursziel abgearbeitet und deshalb ist der Einstieg mit einem neuen Tief, wenn die Aktie auf ein, neuen Tief, auf ein neues Tief fällt, genau die richtige Vorgehensweise, weil dann, denn dann würde der Trend sich hier nach unten fortsetzen bis zum Aufwärtstrend seit 2011. So, hier haben wir jetzt nochmal alles in einem Bild zusammengefasst. Hier, das ist die Aufwärtstrendlinie im Wochenchart. Hier das obere parallele verschobene Instrument. Was heißt verschobenes Instrument? Hier die obere parallele Trendlinie. Hier haben wir nochmal diese zwei Kästchen. Hier sehen Sie, das Kursziel ist erreicht worden. Natürlich im Tageschart sieht das alles noch etwas ungenau aus, aber nichtsdestotrotz, hier haben wir die Einstiegslinie Short unter, wo steht es hier, 56,64 würde ich jetzt sagen, mit Ziel ungefähr bei 51. Das war's heute aus dieser Analystenstube. Ich hoffe, ich habe Ihnen eine gute Information geboten und wir hoffen, dass es diesmal auch wieder uns gelingt, wenn es nicht so kommt, wie es kommen soll, dass die Aktie nicht nach unten geht, dass wir sozusagen da dann nicht auf der falschen Seite dabei sind. Man kann, wie gesagt, entweder eine Short-Position hier unter 56,64 aufbauen oder aber hier im Bereich des Widerstandes zwischen 60,50 und 61 Dollar. Spätestens in 2 Wochen, würde ich mal sagen, muss diese Position eröffnet sein, denn wenn dann keine Bewegung in die, also wenn es dann nicht zu diesem Schub nach unten kommt, dann hat sich das meiner Meinung nach erledigt. So, und jetzt möchte ich Ihnen noch einmal zeigen, wie wichtig es ist, auf solche Linien zu achten. Sie sehen hier die Adidas-Aktie, die wurde auch von einer vor einigen Monaten, und zwar, wann war das hier? Das war am 7.3. als Long-Kandidat empfohlen. Diese grüne Linie zeigt immer den Einstiegstag, die rote Linie den Ausstiegstag. Wir hatten damals eine Analyse gesagt, erstellt, ein Update. Und damals hieß es, das Papier nur Long handeln, wenn es über diese lila Linie hier, über diese blaue Linie geht. Hellblaue Linie. Kauf über 82,20. Danach, nach Trendbruch, Sie sehen, es ist nichts passiert, selbst nach diesem Trendbruch in der Mitte dieses Zeitraums hat die Aktie es nicht geschafft, nach oben zu laufen, vielmehr haben wir einige Tage später ein neues Tief gesehen. Deshalb ist es wirklich wichtig, lieber auf einen Trade verzichten,
als in einen Trade reinzugehen, wie hier zum Beispiel, und dann im Endeffekt auf Verlusten sitzen und dann das Geld nicht mehr woanders investieren zu können. Momentan haben wir so eine Phase im DAX, aber auch im S&P, dass Kaufsignale meist in die Hose gehen, Verkaufssignale aber auch nicht so weit sind, dass das große Treffer werden. Und wenn dann irgendwann nochmal eine Nachricht kommt aus dem Unternehmen, dann sieht es entweder ganz gut oder ganz düster aus. Also jeder, der mittlerweile an den Aktienmärkten handelt, der stochert irgendwo mitten im Aktienuniversum rum, hat vielleicht 10 Aktien, die Signale generieren, und dann gehen vielleicht 8 in die Hose und fallen irgendwann mal durch Stop-Loss, und 1 oder 2, die gehen dann dahin, wo sie hingehen sollen, aber nicht, weil die Charttechnik das gezeigt hat, sondern ganz einfach, weil dann irgendwelche Nachrichten aus Unternehmen kamen, die dafür gesorgt haben, dass diese Position in die richtige Richtung läuft. Und das ist halt momentan der Fall, und ich weiß nicht, wie lange das noch andauern wird. So, jetzt sind wir schon wieder über 11 Minuten. Ich mache jetzt Schluss, bedanke mich für den Besuch in Bobs Analystenstube und tschüss, bis zum nächsten Mal.